TSV Au wäre es wohl ganz recht gewesen, wenn es 1860 bei einem Tor belassen hätte. So jedoch folgte ein Treffer nach dem anderen. Stand es 10:0 für die Löwen. Das tat freilich im Fußballfest keinerlei Abbruch. Von Anfang an wurden beide Mannschaften gefeiert. Schließlich war man ja auch stolz, die berühmten Gäste vor Ort zu haben. Da wird man ja dann nicht so auf solche Kleinigkeiten wie etwa ein Spiel zu gewinnen doch bestehen wollen. Ein ganz großer Tag war es natürlich für den Hallertauer Löwen-Fanclub. Dem hatte man sogar eine eigene Tribüne eingerichtet. Und ein ganz großer Tag war es für die vielen Kinder aus den Jugendmannschaften, die so ihre Idole einmal live und direkt vor Ort erleben konnten. Erste Bundesliga aufsteigen. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich beim TSV Au. Nummer 10. Kellner Florian, ebenfalls TSV, mit der Nummer 11, Eck. Sie ist dann immer vollzählig, will heißen, Sie sehen heute die komplette Mannschaft. Von Beginn an, Benny Laut, 60 München mit der 16, Markus Thorand. Zur Freude aller und ganz besonders zur Freude des Kindergartens gab es in der Pause auch noch ein Elfmeterschießen. Prominente und Sponsoren durften das Gehäuse des 60er Keepers unter Beschuss nehmen. Wenn es allerdings nicht im Kasten rappelte, waren 50 Euro für den Kindergarten fällig. Torwart Michi Hoffmann scheint ein ausgesprochener Kinderfreund zu sein. Nicht einmal musste er hinter sich greifen. Lorenz. Entschuldigung. Und es war die Stunde der Autogrammjäger. Jugendparlamentsvorsitzender Florian Gabriel schaffte es, 25 Unterschriften auf einen 60er Wimpel zu bekommen. Das Artefakt will er allerdings nicht selbst behalten, sondern es wird bei der nächsten DJ for Charity versteigert. Ich weiß nicht, ob der drauf hält, dass der weg ist. Auch nicht zu vergessen, es war eine schöne Spielszene nach der anderen zu sehen. Das ist ganz schlimm geworden. Ja.
Wo jetzt werden wir nichts mehr singen. Ab 11 Uhr sind die Löwen los und aus dem Flughafen. Und es wäre schön, wenn Sie dort auch vorbeischauen. Dann haben wir den Vorverkauf. Und ab nächster Woche dann startet der Vorverkauf für die Tickets. Diese Art und Weise zu unterstützen. Gleich in der Halbzeit fotografieren wir nochmal. Ah!